eine Rarität, Tag Nummer 11. Und damit einen wunderschönen, herrlichen, wolkenlosen guten Morgen. Mehr kann man dazu ja gar nicht sagen. Ja, guten Morgen, Peter. Ja. Ja, wir haben uns gestern nicht mehr gemeldet, wir waren schon ein bisschen müde. Nein, sagen wir so, wir haben das ein bisschen ausklingen lassen. Ja, das war auch wirklich nach dem gestrigen Tag, haben wir das auch gebraucht, weil es war schon sehr anstrengend, aber die Mühen, die werden sich heute lohnen. Wir haben ohnehin noch etwas gut zu machen, weil wir gehen jetzt heute wirklich die Originalstrecke von hier nach Mariazell. Also wir sind ja hier im Mitterbacher Merlaufsee, sind jetzt gleich in St. Sebastian und dann werden wir so reingehen, wie es uns beim Oberösterreichischen leider verwehrt geblieben ist. Aber deswegen kriegt man ja auch immer eine zweite Chance. Ja, ich möchte noch sagen, wie immer, der Peter wieder ein tolles Hotel ausgesucht, also wirklich spitzenmäßig. Wir waren gestern auch gut essen und gut trinken und heute in der Früh das Frühstück. Und wir sind froh gelaunt und werden uns die letzten Kilometer durch den Körper ziehen lassen und wir sind am Weg. So schaut's aus, also dann gehen wir. Jetzt sind wir auf der Nordseite beim Eingang auf Mariazell. Es war wieder mal das, was es ist, nämlich ein großartiges Erlebnis, ein großartiges Abenteuer. Und man muss sich das auch mal vorstellen, 253 Kilometer, das ist natürlich nicht wenig. Da kann man schon... Man muss erst realisieren. Genau. Jetzt ist man nicht hier schon wieder grüß Gott in Mariazell und das ist. Jetzt gehen wir zur Basilika auf. Genau. Und wir werden uns dann im Zug irgendwo wieder melden, nicht? Ja, oder am Bahnhof. Oder mal. Wenn wir Zeit haben, weil wir haben jetzt noch. Oh! Und es ist vollbracht. Und jetzt gehen wir zur Basilika und da werden wir so richtig die Sau rauslassen. Die Wein kaufen. Genau. Und wir melden uns. Thank you.
So, Freunde, es gibt einfach kein besseres Finale als mit dem Glocken der Basilika von Mariazell so eine Tour abzuschließen, vom Nebelstein, der niederösterreichische Mariazeller Weg. Unglaublich, 253 Kilometer in 11 Tagesetappen. Das sucht wirklich seinesgleichen. Ja, wie gesagt, in 11 Tagen haben wir das Ganze jetzt geschafft. Das war wirklich ein Erlebnis pur. Bis jeden zum Roten. Mit dem Abschluss. Also, wir haben nicht immer Sonnenschein gehabt. Aber heute ist wirklich ein Sonnentag. Ist ja ein Marientag heute, nicht? Besser kann es gar nicht sein. Und Gott sei Dank ist wieder alles gut gegangen. Keine Verletzungen, keine Unfälle, nichts passiert. Ja. Ja, und somit muss man das alles einmal realisieren. Die Berichterstattung wird sicherlich noch kommen. Und ja, hat mir wieder mal sehr viel Spaß gemacht, mit dem Joe zu gehen. Ja, danke, dass du mich wieder mitgenommen hast, dass du auf mich aufgepasst hast und dass, wie gesagt, hast mich immer vorangetrieben oder gewartet hast auf mich und so. Ja, wir haben das gemeinsam gut gemeistert, muss ich sagen. Es war wirklich. Man muss das sowieso erst das wieder realisieren. Das kommt erst wieder so in den nächsten Wochen, bis man das wieder. Weil es ist doch immer ein Erlebnis und ich glaube 250 Kilometer. Und die Höhenmeter weiß ich jetzt gar nicht aus, mehr nicht. So wenig kann es nicht sein. Ja. 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 Und man weiß ja nie, was die Zukunft bringt. Es gibt ja auch nächstes Jahr wieder ein Jahr. Ja, 2018, schauen wir mal. Ihr werdet sicher erfahren. Früh genug. Aber und es freut uns, dass ihr immer mit uns am Weg seid. So schaut's aus. Und mehr wird noch nicht verraten.